Mein Name ist Patricia Wolf. Ich war für die letzten 2,5 Jahre Leiterin des interdisziplinären Schwerpunkts Creative Living Lab an der Hochschule Luzern. CreaLab hat am 27. Januar 2011 gestartet mit der Konstitution des Kernteams. Im Kernteam arbeiten 18 Personen aus allen 5 verschiedenen Departements der Hochschule Luzern aktiv miteinander zusammen. Wir diskutieren und bestimmen gemeinsam, was CreaLab anbieten und erforschen soll und wie das zu geschehen hat. Wir haben in den letzten 2 Jahren zunächst einmal ein Forschungsprogramm entwickelt, in dem wir die Themen definiert haben, an denen wir im Innovationsthema arbeiten möchten. Wir erforschen die Bedingungen, unter denen Neues entsteht und haben gleichzeitig den Anspruch, Neues für die kommende Gesellschaft zu entwickeln. Deshalb fokussieren wir uns auf die großen Fragen, auf Herausforderungen wie zum Beispiel die Zukunft der Arbeit oder neue Lehr- und Lernformen, die nur interdisziplinär angegangen werden können. Was wäre zum Beispiel, wenn in 10 Jahren jeder einen 3D-Drucker zu Hause hätte und damit Läden, in denen es beispielsweise Tassen zu kaufen gibt, überflüssig würden? Wie würde das die Ökonomie verändern? Und gibt es Lehrformen, die Denken mit den Händen fördern? CreaLab hat 19 verschiedene innovative Projekte angestoßen in den letzten 2,5 Jahren. Teilweise haben wir die Projekte selbst gefördert, teilweise sind es Drittmittelprojekte. Unsere Themen scheinen eine hohe Relevanz zu haben. Deshalb konnten wir in den letzten 2 Jahren 1,3 Millionen Schweizer Franken Drittmittel für unsere Projekte akquirieren. In unseren Projekten arbeiten Forschende der Hochschule Luzern aus den verschiedenen Departements gemeinsam mit Praxispartnern weitestgehend selbst organisiert. Ergebnisse werden dann wieder zurückgespeist ins CreaLab-Team, aber auch in Vorträgen und Publikationen extern kommuniziert. Zudem haben wir diverse Angebote für Lehre und Weiterbildung entwickelt. CreaLab hat nun 7 ISA-Module, ein Modul im konsekutiven Bachelor sowie ein Thema im Master lancieren können. Es gab eine Ringvorlesung und im Moment ist die 2. internationale Summer School in Planung. Insgesamt haben wir über die vielen Veranstaltungen und Angebote ein starkes Netzwerk in und außerhalb der Hochschule entwickelt. Es ist uns gelungen, in unsere Projekte, Angebote und Veranstaltungen ungefähr 90 Dozierende, 260 Studierende und 150 Externe zu involvieren. Wenn es um Ressourcen geht, dann spielt auch die physische Infrastruktur, die geschaffen wird, eine große Rolle. Zum einen gibt es da die Kommunikationsinfrastruktur. Die Seiten im Intranet und Internet, die wir geschaffen haben, erfreuen sich sehr großer Beliebtheit und ermöglichen uns die Kommunikation mit unseren Zielgruppen. Zum anderen haben wir das erste FabLab der Schweiz bereits 2011 eröffnet. Das FabLab ist ein Ort, an dem digitale Maschinen stehen, wie 3D-Drucker, eine CNC-Fräse und ein Lasercutter, die einfach alle vom Studenten bis zum Unternehmer sehr günstig benutzen können. Unsere Methodenplattform ist etwas ganz Besonderes und eine wichtige Ressource für uns. Hier haben wir in den letzten 2,5 Jahren Methoden zusammengetragen, die zum Teil in der Literatur zu finden sind und zum Teil auch an der Hochschule Luzern an den verschiedenen Departementen zum Schöpfen von Neuen verwendet werden. Diese Methoden wenden wir kontinuierlich an und entwickeln sie weiter. Wir reflektieren im Kernteam, aber auch mit den Projektteams regelmäßig darüber, wie wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir haben uns über die letzten 2 Jahre von Studierenden beforschen lassen. Die Ergebnisse dazu werden im Moment für Veröffentlichungen verarbeitet. Das Wichtigste ist aber, dass CreaLab auf der Leidenschaft, der Liebe und der Begeisterung der Personen, die darin mitwirken, aufsetzt. Das sind die wichtigen Ressourcen.